Guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eigentlich ist Hans Woller, unser heutiger Gast, Experte für italienische Geschichte. So hat er unter anderem ein vielbeachtetes Buch über Benito Mussolini geschrieben. Wie man als Historiker von Mussolini zu Gerd Müller und den FC Bayern kommt, wird er uns vielleicht im Laufe des Abends erläutern. Seine 2019 erschienene Publikation Gerd Müller oder wie das große Geld in den Fußball kam, hat jedenfalls auch von sich reden gemacht. So schrieb Professor Eckhard Jesse von der Uni Chemnitz in einer Rezension, ich zitiere, der bekannte Münchner Historiker, langjähriger Chefredakteur der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, hat ein gut recherchiertes Werk nicht nur zu Gerd Müller vorgelegt, sondern auch zu Bayern München und seinem Umfeld. Dabei kommen neue, zum Teil unerquickliche Aspekte zur Sprache, allerdings weniger zur Person des Fußballers. Ende des Zitats. Natürlich geht es auch um die Etappen von Müllers sensationeller Karriere. Insbesondere wird aber vor dem Hintergrund der Geschichte des FC Bayern München eine Zeit beleuchtet, in der Fußball zum großen Geschäft wurde und welche zwielichtige Rolle die bayerische Staatsregierung und insbesondere die CSU dabei spielt. Wir haben dieses Thema für den heutigen Abend nicht ausgewählt, weil am kommenden Wochenende die Europameisterschaft beginnt. Wir beschäftigen uns heute Abend damit, weil Fußballgeschichte hier mehr ist als die bloße Sportgeschichte über einen Verein und auch mehr als eine bloße Biografie über einen überragenden Sportler seiner Zeit. Fußballgeschichte wird hier zur Zeitgeschichte und damit eine neue wissenschaftliche Dimension gewinnt. Abschließend noch einige biografische Anmerkungen zu unserem heutigen Gast. Hans Woller wurde 1952 in Aldersbach in Niederbayern geboren. Er studierte Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaft in München. Von 1980 bis 2017 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte in München. Von 1985 bis 1988 unter anderem auch Mitarbeiter am DHI Rom und von 1994 bis 2015 Chefredakteur der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. Er ist zudem Mitglied der Deutsch-Italienischen Historikerkommission. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen zur italienischen und deutschen Zeitgeschichte verfasst und zuletzt 2019 das Buch, um das es heute Abend geht, ich habe es genannt, Gerd Müller oder wie das große Geld in den Fußball kam. Herr Woller, herzlich willkommen und wir freuen uns jetzt auf Ihren mit Sicherheit spannenden Vortrag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir die nächsten 90 Minuten miteinander verbringen können, auch wenn wir auf etwas sterile Art und Weise kommunizieren müssen. Dabei wäre ich so gerne nach Saarbrücken gefahren. Das Saarland hat nämlich, was meine Fußballleidenschaft angeht, eine ganz besondere Bedeutung. In Neunkirchen lebte in den 1950er und 1960er Jahren mein Onkel Werner, ein feiner Mann mit einem noch feineren Fußballverstand. Ich durfte ihn und meine Tante Maria einige Male besuchen. Das war eine große Sache für einen kleinen Fips aus der niederbayerischen Provinz. Sehr viel weiß ich nicht mehr von diesen Besuchen im Saarland. In Erinnerung geblieben sind mir aber die Gespräche mit Onkel Werner über Fußball, über das Ellenfeld-Stadion, das wir wahrscheinlich sogar besichtigt haben, über einzelne Trainer und Spieler, über Horst Butz beispielsweise, den langjährigen Trainer, oder über Horst Kirsch und Willi Erz, die Onkel Werner als Torhüter weit über Hans Tilkowski und meine bayerischen Helden Peter Radenkovic und Sepp Maier stellte. Onkel Werner brachte die Große in meine kleine Fußballwelt. Tempi passati, im Herzen von uns Eingeweihten und Fußballverrückten, aber doch genauso präsent wie Gerd Müller, um dessen Biografie es heute gehen wird. Als ich vor 5, 6 Jahren mit den Recherchen für das Buch über Gerd Müller begann,
fielen die Reaktionen auf meinen Plan recht zwiespältig aus. Interessant, sagten die einen, während die anderen die Stirn runzelten und dem Buchprojekt überhaupt nichts abgewinnen konnten. Wie kann man über ein Nichts ein Buch schreiben, fragte ein fast entgeisterter Kollege. Ein anderer meinte sogar, ich würde mit einem Buch über Gerd Müller meine Reputation als Historiker aufs Spiel setzen. Ganz aus der Luft gegriffen sind diese Bedenken nicht. Ein Buch über Gerd Müller erklärt sich für einen Wissenschaftler nicht von selbst, so wie es Bücher über den Zweiten Weltkrieg oder über die Judenverfolgung tun. Deren Relevanz steht außer Frage. Bei Müller ist es anders, und das, obwohl er zu den erfolgreichsten Sportlern gehört, die Deutschland hervorgebracht hat. Gerd Müller war mit der Nationalmannschaft Weltmeister und Europameister. Er hat mit dem FC Bayern München dreimal den Europapokal der Landesmeister, also die heutige Champions League, gewonnen. Einmal den Europapokal der Pokalsieger, viermal die deutsche Meisterschaft und viermal den DFB-Pokal. In der ewigen Rangliste der Torschützen in der Bundesliga liegt er mit 365 Toren mit weitem Abstand an der Spitze. Dafür wurde er sage und schreibe siebenmal mit der Torjägerkanone für den erfolgreichsten Torschützen der Saison ausgezeichnet. Experten nannten Gerd Müller nicht umsonst das achte Fußball-Weltwunder. Angesichts dieser Bilanz, angesichts dieser Erfolge, hätte sich die Frage, ob man über Gerd Müller ein Buch schreiben sollte, gar nicht stellen dürfen. Ich nahm die Bedenken dennoch ernst, weil sie sich auf Tücken und Probleme beziehen, die tatsächlich bestehen und nicht leicht zu lösen sind. Drei sind es vor allem, und darüber möchte ich anfangs kurz sprechen, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie ich an die Sache herangegangen bin. Erstens, das Quellenproblem. Auf was kann man sich denn als Autor eigentlich stützen, wenn man eine Fußballerbiografie schreibt? Fußballvereine leben ganz in der Gegenwart, mit Blick auf die Tabelle, den Gegner und das nächste Spiel. Die eigene Geschichte zählt dagegen kaum. Die Maßeinheit der Vereine sind Punkte und Pokale. Richtige Archive haben diese Vereine in der Regel nicht, zumindest sind sie nicht zugänglich. Quellenarm sind auch Fußballspieler. Es gibt von ihnen so gut wie keine Nachlässe, keine Tagebücher, keine Briefe, keine Aktennotizen. Was existiert, betrifft den Sonderaspekt der Fußballprofis als Geschäftsleute. Die diesbezüglichen Dokumente befinden sich im Privatbesitz oder liegen bei Rechtsanwälten, Steuerberatern oder bei den Finanzbehörden, die mit dem Steuergeheimnis eine fast unüberwindliche Hürde für Historiker aufgerichtet haben und damit im Grunde nur unlautere, ja kriminelle Aktivitäten schützen. Sich selbst übrigens auch, weil sie von diesen Aktivitäten der Fußballspieler oft wussten und dennoch die Augen zudrückten. Historikern und Ihnen als Leser und Beobachter bleibt hier eine ganze Welt verschlossen, und zwar ohne sachlich nachvollziehbare Gründe. Die Finanzministerien und die nachgeordneten Finanzämter hätten längst die Pflicht, für Transparenz zu sorgen, den Archiven freie Hand zu geben und damit die Forschung zu fördern, anstatt sie zu behindern. Von Quellennotstand möchte ich trotzdem nicht sprechen. Im Gegenteil, die Quellen fließen reichlich, nur sind die Recherchen ungeheuer zeitaufwendig und mit besonderen Problemen behaftet. Das gilt nicht oder nur im üblichen Maße für die Dokumente, wie in städtischen oder staatlichen Archiven oder im Archiv des DFB verwahrt werden. Hier ist sozusagen Routinearbeit angesagt. Anders liegt der Fall bei den Interviews, die ich in großer Zahl geführt habe. Mehr als 60 sind es gewesen, wobei Bandaufnahmen
in der Länge von etwa 120 bis 150 Stunden entstanden sind. Und anders liegt der Fall auch bei der Presse, die sich als nicht weniger wichtige Quelle als die Interviews erwiesen hat. Das Problematische an den Interviews und der Sportpresse ist, dass sowohl die Interviewpartner als auch die Sportjournalisten Teil des Systems Fußballs sind, auf das sie aus den unterschiedlichsten Gründen nichts kommen lassen. Die einen sind richtige Fans der Vereine, über die sie schrieben und erzählten. Andere sind durch handfeste Interessen an die Vereine gebunden. Was soll man beispielsweise von den Spiel- und Hintergrundberichten eines Reporters erwarten, der mit dem Vereinspräsidenten in Urlaub fuhr, der ein günstiges Darlehen von seinem Verein erhalten hat oder gar selbst in der Führungsriege eines Vereins saß, wie das beispielsweise beim FC Bayern München war. Die Folge dieser Rollenverquickung war eine einseitige Hofberichterstattung, wie es auch heute leider nur allzu oft zu beklagen gilt. Wer von den Journalisten den Mut hatte, Defizite des Vereins oder einzelner Spieler anzusprechen, musste damals jederzeit mit einem Anruf des Präsidenten oder Managers beim Chefredakteur der Zeitung rechnen. Der Präsident des FC Bayern München kannte bei der Medienscheltung überhaupt keine Hemmungen und begründete damit eine Tradition, die beim FC Bayern München noch heute lebendig ist. Der Präsident beschwerte sich schon bei Nichtigkeiten ganz oben, erforderte Abmahnungen oder gar Entlassungen der renitenten Reporter und scheute nicht einmal davor zurück, einem Redakteur der Süddeutschen Zeitung ein halbes Jahr Stadionverbot aufzubrummen. Selbst der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß bekam die Verärgerung des Bayern-Präsidenten zu spüren, als der Bayern-Kurier, das Sprachrohr der CSU, einen völlig harmlosen Bericht mit einigen kleinen kritischen Untertönen über den FC Bayern publiziert hat. Der Präsident sah darin einen Frontalangriff eines links ausgerichteten Sportjournalisten, noch dazu eines Preußen, und verlangte Satisfaktion in Form einer Gegendarstellung, die Franz Josef Strauß auch umstandslos bewilligte. Vorsichtshalber erwähne ich an dieser Stelle, dass es sich bei diesem Präsidenten nicht um Uli Hoeneß handelte. Klar ist aber, dieses Minenfeld des Journalismus muss man kennen und im Lichte dessen muss man den Quellenwert von Presseartikeln beurteilen und anderen Problemen ganz zu schweigen. Zweites Problem, das ich kurz ansprechen möchte, der dürftige Forschungsstand oder anders formuliert, wir wissen herzlich wenig über das Universum Fußball, das viele von uns Woche für Woche und das ein Leben lang beschäftigt. Vor allem die Zeit nach 1945 ist mit Ausnahme der Fußballweltmeisterschaft von 1954 eine Terra Incognita. Es gibt so gut wie keine Studien über Fußball und Politik, über Fußball und Medien, über Fußball und Medizin. Auch seriöse Vereinsgeschichten sind ebenfalls rar. Beim Thema Biografien herrscht fast völlige Fehlanzeige. Das hieß für mich, es gab keine Referenzwerke mit Vorbildcharakter, an denen ich mich hätte orientieren können. Bei Hitler, bei Stalin, bei Mussolini versteht er sich von selbst, was behandelt werden muss, wie eine Fragestellung lauten könnte. Bei Politikern ist man überhaupt auf der sicheren Seite, ebenso bei Schriftstellern, Malern, Musikern, Wissenschaftlern. Hier hat man dokumentierte Taten, Reden, Schriften, Werke und so weiter. Gerd Müller errang Titel und schoss Tore, von denen es vielfach nicht einmal Bilder. Aber selbst wenn diese Tore vollständig überliefert und katalogisiert wären, was sagen sie aus? Sollte ich die Leser damit traktieren, wann und wie und womit Müller seine Tore machte? In der ersten oder in der zweiten Halbzeit mit links, mit rechts, mit dem Kopf,
aus dem vollen Lauf und mit viel Geschick und Glück im Strafraum gebracht. Für Statistikfetischisten und sonstige Quantifizierer gäbe es hier große Spielräume, aber wer will das wirklich in extenso wissen und was ist daran relevant? Ich will damit sagen, das Genre einer Fußballerbiografie ist neu. Als ich begann, war es noch ganz unerprobt. Die Gewinnchancen waren wie beim Fußball-Toto ungewiss. Ich bin damit schon bei meinem dritten Problem, das ich etwas ausführlicher behandeln möchte. Der wissenschaftliche Reiz einer Fußballerbiografie oder was ist das Neue und vielleicht sogar Innovative an meinem Buch über Gerd Müller? In meinem Buch geht es zunächst einmal um das Leben des Protagonisten. Im Fall von Gerd Müller um ein durchaus interessantes Leben voller Dramatik und Farbe. Herkunft aus ärmlichsten Verhältnissen, denkbar größte Bildungsferne, Aufstieg weniger Jahre zum Weltstar, unerhörte Popularität und beeindruckender Wohlstand, Popstar und Millionär. Dann folgte der sportliche Absturz, es folgten Ehe- und Steuerprobleme und der bittere Abschied vom FC Bayern München im heillosen Streit. Schließlich die Fortsetzung der Karriere in Florida, der wirtschaftliche Ruin nach geschäftlichen Pleiten in Amerika, der Alkohol und im wörtlichen Sinne die Gosse. Nach einer Entziehungskur und dank einer Rundumbetreuung durch den FC Bayern München geht es wieder aufwärts, bis Gerd Müller eine Alzheimer-Erkrankung in ein Pflegeheim zwingt, wo er noch heute lebt. Es versteht sich von selbst, dass ich mich an diesen biografischen Etappen orientiert habe und dass ich dieses dramatische Leben zu erzählen versucht habe. Damit wollte ich mich aber nicht begnügen. Mein Ziel war es, zwei Schritte weiterzugehen. Der erste Schritt besteht darin, die Müller-Biografie mit einer Geschichte des deutschen Fußballs im Übergang vom Amateur zum Profifußball zu verknüpfen. Wir kennen alle das Profitum von heute. Es hat mit dem Berufsfußball, wie er sich nach der Einführung der Bundesliga herauskristallisiert hat, recht wenig zu tun. Das Berufsbild des bezahlten Kickers hat sich damals ja erst herausgebildet, genauso wie das Berufsbild von Fußballmanagern, hauptamtlichen Funktionären, Vereinsärzten, Beratern, Scouts und so weiter. Hier entstand in den 60er Jahren fast aus dem Nichts heraus eine ganz neue Branche, die heute Millionen Umsätze erzielt und mittlerweile eine gesellschaftliche Dauerpräsenz und Prägekraft erreicht hat, die wir noch gar nicht richtig auf dem wissenschaftlichen Schirm haben. Ich versuche, diesen Übergang zum Profifußball am Beispiel des FC Bayern zu beschreiben. Dabei ging es mir auch darum, das Führungspersonal, die Leitungsstrukturen, die finanzielle Basis, Trainingsmethoden, Vermarktungsstrategien und nicht zuletzt das Binnenklima in einem zunehmend am Erfolg orientierten modernen Club zu analysieren. Der zweite, mit dem ersten eng verbundene Schritt bedeutete die eigentliche Herausforderung des ganzen Vorhabens. Sie lässt sich in einer einfachen Frage zusammenfassen. Kann man am Beispiel von Gerd Müller etwas herausarbeiten, was neue Erkenntnisse über die Geschichte der 60er und 70er und 80er Jahre verspricht? Ich meine ja und möchte einige Beispiele dafür nennen, dass es durchaus gelingen kann oder zumindest lohnend sein kann, die Fußballgeschichte in die allgemeine Zeitgeschichte zu integrieren und diese allgemeine Zeitgeschichte dadurch zu bereichern. Beispiel 1. Fußball war in der Ära Müllers und Beckenbauers reine Männersache. Die Männer
die diese Geschlechterdomäne verteidigten, waren allerdings nur auf dem Platz und im reichlich genossenen Umgang mit Groupies richtige Männer, zumindest stilisierten sie sich dazu, hartkantig, zweikampfstark. Nach dem Spiel mussten sie allerdings kuschen, weil es beim FC Bayern, wie in fast allen anderen Vereinen, einen meist im Dritten Reich sozialisierten Patriarchen gab, der mit zwei, drei ähnlich gestrickten Helfern ein autoritäres Regime führte, unter dem Beifall der Sportpresse und anderer Medien übrigens, die es gerne sahen, wenn ein Präsident nur mit Machtworten sprach oder wenn ein Trainer seine Spieler bis zur Erschöpfung drillte und trennte. Man liebte sie, die harten Hunde, die Schleifer, die Diktatoren mit der Drillerpfeife. Die Spieler mussten es sich sogar gefallen lassen, dass die Trainer sie zum Haareschneiden schickten oder ungeniert in ihre persönliche Privatsphäre eindrangen, um zu kontrollieren, ob sie vor Spielen rechtzeitig in den Federn lagen. Nur wenige gesellschaftliche Milieus waren undemokratischer, rückständiger und emanzipationsfeindlicher als der Profifußball. Der liberale Zeitgeist wehte an den großen, autoritär geführten Vereinen lange vorbei. Erst Mitte der 70er Jahre hielt da und dort ein anderer Ton Einzug, ehe es dann Anfang der 80er Jahre zu ersten schüchternen Rebellionen von Spielern kam, die freilich an den Strukturen der Vereine wenig änderten. Der FC Bayern München war noch in der Ära Hoeneß, also fast bis heute, eine Art Sultanat mit Sitz am Tegernsee. Beispiel 2. Missbrauch von Arzneimitteln, Drogen und leistungssteigernden Substanzen. Bei diesen Themen betritt man mit Blick auf den deutschen Fußball weitgehend Neuland, aber auch mit Blick auf die gesamte Gesellschaft der 60er und 70er Jahre gibt es, wenn ich mich nicht täusche, noch enormen Forschungsbedarf. Breiteste Schichten haben sich um Risiken und Nebenwirkungen nicht gekümmert. Was die Ärzte verschrieben, wurde bedenkenlos geschluckt und gespritzt. Im Fußball war die blinde Vertrauensseligkeit in die Autorität der Ärzte besonders ausgeprägt und die Bereitschaft der Ärzte, des Guten viel zu tun, war kaum begrenzt. Im Gegenteil, die Spieler ließen sich fast alles gefallen, sie wollten fit sein und trieben deshalb Raubbau mit ihrem Körper und die Vereinsführungen bedrängten die Ärzte, alles einzusetzen, um die Heilung verletzter Spieler zu beschleunigen. Die Folge war in den 60er und 70er Jahren ein unvorstellbarer Missbrauch von legalen Stoffen wie Cortison, das als Allheilmittel angesehen und bei Verletzungen aller Art wie wild gespritzt wurde. Bulle Roth, ein robuster Mittelfeldspieler der Extraklasse, wäre von seiner Frau beinahe nicht erkannt worden, als er von einer Cortisonkur nach Hause kam. So aufgedunsen war er. Der Vereinsarzt hatte ihn buchstäblich vollgepumpt. Der Vereinsarzt hieß nicht umsonst der Spritzenpapst. Zum Thema Missbrauch gehört außerdem der Alkohol, der im Fußball traditionell eine große Rolle spielte, vermutlich eine noch größere als in der gesamten Gesellschaft, die in den 60er und 70er Jahren immer eine Gelegenheit fand, irgendetwas mit Bier und Wein zu feiern oder irgendetwas im Alkohol zu ertränken. Kritische Stimmen gab es auch im Fußball, sie fanden aber kein Gehör. Einen trinken zu gehen, nach Erfolgen und Misserfolgen saufen zu gehen, gehörte als Ritual einfach dazu und wurde von der Öffentlichkeit toleriert, wenn nicht sogar mit Beifall honoriert. Der FC Bayern München war zur Zeit
von Gerd Müller zwar keine Säufertruppe wie das Team des Lokalrivalen 1860, starke Trinker und Alkoholiker gab es aber auch hier in größerer Zahl. Breitner, Zobel, Augenthaler, Sepp Maier, Gerd Müller sind nur die bekanntesten Fälle, die alle unter der Decke gehalten wurden und zur Privatsphäre, Privatsache erklärt wurden. Die Mitspieler und die Journalisten schwiegen, der Verein schwieg ebenfalls und er tat gut daran, weil sonst auch die Alkoholprobleme der Führungskräfte und der Trainer hätten thematisiert werden müssen. Alle Trainer, die Gerd Müller beim FC Bayern hatte, waren starke Trinker, 2 von 6 sogar echte Alkoholiker. Schließlich der Missbrauch von illegalen, leistungssteigernden Substanzen im Fußball. Im Fußball weiß man mittlerweile, trotz aller Beteuerungen des DFB und der Vereine, dass solche Substanzen schon in den 60er und 70er Jahren vor wichtigen Spielen regelmäßig eingenommen bzw. verabreicht wurden. Die Rede ist von Pervitin, Captagon, Anabolika, Amphetamin-Cocktails, die auch in vielen anderen Sektoren der Gesellschaft zum Zwecke der Selbstoptimierung konsumiert wurden. Diese Stoffe erhöhten die Ausdauer, sie reduzierten das Schmerzempfinden und trübten das Bewusstsein, hatten aber auch positive Auswirkungen auf das Sexualleben der Spieler. Viele Spieler besorgten sich diese Substanzen selbst, andere nahmen sie auf Geheiß der Vereinsärzte ein, wieder andere wurden von den Trainern versorgt. Von den Bayern der 60er und 70er Jahre weiß man, dass sie vor Bundesligaspielen im Trainingslager vor dem Aufstehen eine Spritze erhielten und auf der Busfahrt ins Stadion bunte Pillen verabreicht bekamen. Bei besonders wichtigen Spielen half der Vereinsarzt noch in der Halbzeitpause mit Trinkampullen nach. Beispiel 3. Fußball und Politik oder präziser der FC Bayern München und die CSU. Der Verein von Gerd Müller reihte ab Mitte der 60er Jahre Erfolg an Erfolg und zahlte weit über den üblichen Bundesliga-Tarif. Die Vereinsführung hatte aber immer größte Mühe, die Wundermannschaft mit ihren vielen Nationalspielern finanziell bei Laune und zusammenzuhalten. Im Grunde lebten die Bayern damals ständig über ihre Verhältnisse und bewegten sich deshalb fast immer am Rande der Insolvenz. Dass ihnen der Ruin erspart blieb, lag an der CSU. Die Politik entdeckte damals überall den Sport und namentlich den Fußball, der 10 Jahre zuvor noch als primitiver Proletensport gegolten hatte. Nähe zum Fußball suggerierte Basisnähe und versprach Wählerstimmen. Außerdem gab es kaum ein besseres Aushängeschild für das von der CSU erstrebte moderne Bayern als das Team von Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Sepp Maier. Diese Achse musste als Garant des Erfolgs unbedingt zusammenbleiben. Das war nicht nur ein sportliches, sondern auch ein politisches Erfordernis. Zumindest sahen das die Spitzen der CSU und der bayerischen Staatsregierung so. Die CSU ließ sich ihr fußballerisches Aushängeschild für Bayern einiges kosten. Sie zeigte sich großzügig bei der Stundung von Steuernachzahlungen. Sie erließ dem Verein immer wieder seine Steuerschulden und befreite ihn schließlich von der Vergnügungssteuer, wohlwissend, dass es sich dabei um eine Lex FC Bayern handelte, die gegen die bayerische Verfassung verstieß. Hand in Hand mit dieser staatlichen Entwicklungshilfe für den gesamten Verein gingen gezielte Fördermaßnahmen für Franz Beckenbauer und Gerd Müller, wobei sich die Dimensionen dieses Förderprogramms
nur erahnen lassen. Treibende Kräfte waren hier Franz Josef Strauß und der bayerische Finanzminister. Ludwig Huber, so hieß der Mann, bot seinen ganzen Einfluss auf, um dem abwanderungswilligen Gerd Müller neue Einkommensquellen zu erschließen und ihn so langfristig an den FC Bayern München zu binden. Gerd Müllers Karriere wäre ganz anders verlaufen. Er hätte den FC Bayern schon 1971-72 verlassen, wenn die große Politik nicht eingegriffen hätte. Huber versuchte, dem Torjäger eine Toto-Lotto-Bezirksstelle zu verschaffen und obendrein eine Generalagentur der Bayerischen Versicherungskammer. Beides äußerst lukrative Geschäfte, für die Gerd Müller keinen Finger zu rühren brauchte. Er musste nur seinen Namen hergeben, die Hand aufhalten und der CSU in Wahlkämpfen etwas behilflich sein. Der eher unpolitische Bomber zeigte sich also bei Wahlkampfveranstaltungen von Finanzminister Huber. Er machte Wahlwerbung für den CSU-Vorsitzenden Strauß und er nahm den Finanzminister mit nach Paris, wo er 1972 mit dem goldenen Schuh, der Trophäe für den besten Torschützen des Jahres, ausgezeichnet wurde. Der Verdacht, dass es sich bei dieser Paris-Reise um eine Inszenierung zu Wahlkampfzwecken handeln könnte, kam schon deshalb nicht auf, weil sich Huber wie Müller energisch dagegen verwahrten. Franz Beckenbauer und Sepp Maier engagierten sich noch stärker für die CSU, nicht zu reden von Uli Hoeneß, der schon damals keine halben Sachen machte. Hoeneß lud Franz Josef Strauß zu seiner Hochzeit ein und war sogar bereit, für die CSU Straßenwahlkampf zu machen. Den Vogel schoss aber der Vereinspräsident Wilhelm Neudecker ab. Erst SPD-Mitglied, weil er sich davon im sozialdemokratischen München Vorteile für seinen Verein versprach, ging er 1970 zur CSU, die mehr zu bieten hatte. Neudecker mischte nicht nur in Wahlkämpfen eifrig mit, der Präsident drehte am ganz großen Rad. Er setzte 1972 alles in seiner Kraft Stehende ein, um Willy Brandt als Bundeskanzler mitzustürzen. Konkret hieß das, Neudecker versuchte, einen ihm gut bekannten SPD-Bundestagsabgeordneten umzudrehen und für die CSU zu gewinnen, die einen Misstrauensantrag gegen den Kanzler gestartet hatte und jede Stimme brauchte. Unser hochverehrter jetziger Ministerpräsident Franz Josef Strauß, schrieb Neudecker in einem Privatbrief, hat mir seinerzeit erklärt, wenn Sie das fertigbringen, also diesen Wackelkandidaten umzudrehen, wenn Sie das fertigbringen, gehen Sie in die europäische Geschichte ein. Eine Hand wusch die andere, sauber wurde dabei keiner. Im Gegenteil. Was ich damit meine, möchte ich gerne mit meinem vierten Beispiel illustrieren, das sich auf die kriminelle Kehrseite des Profifußballs bezieht. Es geht dabei nicht um Bestechung und Schiebung, die aus dem Bundesliga-Skandal der frühen 70er Jahre bekannt sind. Es geht auch hier wieder um das Zusammenspiel von Fußball und Politik, nun aber mit eindeutiger krimineller Schlagseite. Der bayerische Finanzminister duldete Steuerhinterziehung des FC Bayern München nicht nur, er stiftete die Vereinsführung ausdrücklich dazu an. Der Präsident des FC Bayern selbst ist der beste Zeuge für diese These. Neudecker schrieb in seinen ungedruckten Memoiren, dass er in den Anfangsjahren von Franz Beckenbauer und Gerd Müller beim Finanzminister gewesen sei und ihm folgende Frage gestellt habe. Zitat. Herr Staatsminister, wir können Franz Beckenbauer aus finanziellen Gründen nicht mehr halten. Inwieweit können Sie uns helfen?
Der Minister habe darauf geantwortet: Herr Neudecker, ihr seid doch Geschäftsleute und werdet euch doch zu helfen, da oft helfen können. Gebt Franz Beckenbauer alles, was er verlangt, aber lasst ihn nur nicht weg aus München. Er ist sowohl für den Verein als auch politisch für das Land Bayern sehr wichtig. Sie spielen doch so oft im Ausland, da können Sie sich doch helfen. Deutlicher konnte der Finanzminister nicht werden. Er wusste, dass die Bayern Jahr für Jahr bis zu 100 Freundschaftsspiele absolvierten, viele davon auf längeren Tourneen in Südamerika und in Afrika, wo sie mit harten Dollars bezahlt wurden. Diese Gelder brauchte der Verein nach dem Wink des Finanzministers nicht zu versteuern. Sie flossen direkt in die Taschen der Superstars oder landeten auf schwarzen Kassen in Zürich, wo man nicht zufällig einen Zwischenstopp auf der Heimreise machte. Wenn der bayerische Zoll am Münchner Flughafen dennoch Verdacht schöpfte, hatte man immer noch einen Staatssekretär als Begleitschutz dabei. Ich bin der Staatssekretär Kiesel und das ist der FC Bayern München, also lasst uns durchgehen, soll der Staatssekretär die Zöllner angeherrscht haben. Er habe Jahr für Jahr 300.000 bis 350.000 D-Mark an Schwarzgeld für die Stars gebraucht, sagte mir einer aus der Führungsetage des FC Bayern München, der es wissen muss. Auch sonst hielt der bayerische Finanzminister seine schützende Hand über die Bayern, wenn sie beispielsweise Steuer- oder Betriebsprüfungen über sich ergehen lassen mussten. Erst Ende der 70er Jahre flog der Schwindel auf, teilweise zumindest, denn der CSU gelang es auch jetzt noch, die finanziellen Konsequenzen für den Verein und seine Superstar abzumildern und die politische Dimension der Steuerskandale, sprich die eigene Verantwortung, zu verschleiern. Das war 1976 und 1979 so, als der FC Bayern München die Steuervater im Haus hatte. Das war 1977 so, als sich Franz Beckenbauer im Visier der Finanzbehörden befand. Und das war 1978 im Fall Müller so, der nie an die Öffentlichkeit drang, sondern vom Finanzministerium unter der Decke gehalten wurde. Gerd Müller hatte Steuern in Millionenhöhe hinterzogen. Die genaue Summe ließ sich nicht ermitteln. Sie interessierte auch nicht. Müller musste nur teilweise nachversteuern. Er brauchte kein Bußgeld zu zahlen und ein Strafverfahren blieb ihm ebenfalls erspart. Man einigte sich, wie im Fall Beckenbauer, unter Freunden, sodass am Ende nur die Spitze des Eisbergs von Schwarzgeldzahlungen und Steuerhinterziehung sichtbar wurde. Die Politik schob weitergehenden Recherchen einen Riegel vor und die Steuerfahnder hatten angesichts ihrer dürftigen personellen Ausstattung nicht den Hauch einer Chance, das ganze System illegaler Zuwendungen aufzudecken, von dem alle Spieler übrigens, nicht nur die großen Stars, profitierten. Der FC Bayern München war dabei kein Einzelfall. Das große Geld kam überall auf krummen Wegen in den Profifußball. Es gibt zwar keine Studien über andere Vereine, die Vergleiche und gesicherte Aussagen ermöglichen würden. Alle Indizien sprechen aber für die These, dass der Profifußball von Beginn an diese kriminelle Seite hatte. Wer konkurrenzfähig bleiben und Erfolge erzielen wollte, nahm es nicht sehr genau und musste es auch nicht sehr genau nehmen, weil alle schwiegen, auch der DFB und lange sogar die Steuerbehörden und die politischen Parteien, die sich im Erfolg ihrer Vereine sonnen. Bei den Meisterschaftsfeiern des FC Bayern München beispielsweise wimmelte es damals nur so vor gut gelaunten Ministern und Staatssekretären. Fast die gesamte Spitze der CSU gehörte
zu den nummerierten Mitgliedern des FC Bayern. Diese verbrecherischen Machenschaften beruhten auf einer engen Interessensverflechtung von Politik und Sport, einem Amigo-System, das nur den großen Vereinen nutzte und deshalb dem fairen Wettbewerb schadete, und einem Amigo-System, das nur ein weiteres Beispiel dafür liefert, wie weit die Politik bereits Anfang der 1970er Jahre in die Gesellschaft hineinwirkte, ja ganze Bereiche wie den Sport gewissermaßen kolonialisierte. Man wird den FC Bayern München deshalb nicht gleich umbenennen müssen in VEB Bayern München. Ein vereinseigener Betrieb war er nicht, ein Stück Staat steckte allerdings schon in ihm. Mein letztes Beispiel bezieht sich auf das weite Feld des sozialen Aufstiegs. Auch hier zeigt sich, wie fruchtbar es sein kann, die Fußballgeschichte mit der allgemeinen Zeitgeschichte zu verzahnen. Sozialer Aufstieg oder die Durchlässigkeit der Gesellschaft kann als eine der prägenden Signaturen der 60er und 70er Jahre gelten. Im Bereich des Fußballs waren die Chancen, nach oben zu kommen und binnen kurzem reich zu werden, besonders groß. Die Fußballprofis, so ist mit Recht gesagt worden, waren die wahren sozialen Aufsteiger der Nation. Anfangs nur wenige hundert, waren es später Tausende, die diese Aufstiegsschleusen nutzten und unzähligen anderen Jugendlichen als Vorbild dienten, dass mit entsprechendem Einsatz und Talent ein Platz an der Sonne winkte. Wenn ein Gerd Müller aus Nördlingen oder ein Sepp Maier aus Anzing es schaffen konnten, warum nicht auch sie? Gerd Müllers Aufstieg folgte diesem gesellschaftlichen Trend der Zeit und war trotzdem exzeptionell. Nur die wenigsten stiegen so hoch, kaum einer erreichte die neue soziale Umlaufbahn in so kurzer Zeit, und niemand war weniger auf die dortigen Sphären vorbereitet als er. Gerd Müller gewann bei diesem Höhenflug sehr viel. Er hatte aber auch einen schmerzlichen Preis dafür zu zahlen. Er entfremdete sich seiner Familie in Nördlingen und seiner alten Heimat. Er wurde aber auch in der neuen Heimat nicht froh. Der Anpassungsstress war zu groß für ihn. Trotz seines Weltruhms blieb er in München und gerade in der dortigen Schickeria ein Außenseiter. Die Schönen und die Reichen schmückten sich zeitweise mit dem exotischen Bomber der Nation. Sie verspotteten ihn aber zugleich wegen seines Dialekts, wegen seiner lückenhaften Bildung und seiner sonstigen Defizite, die mit seiner Herkunft aus den allerärmlichsten Verhältnissen zu tun hatten. So ähnlich ging es Gerd Müller auch beim DFB und sogar beim FC Bayern München, wo ab 1970 einige selbstbewusste und arrogante Abiturienten und Studenten das Klima bestimmten. Auch hier gehörte Gerd Müller nicht wirklich dazu. Die Mannschaft lebte von seinen Toren. Freunde hatte der weltberühmte Mittelstürmer in ihren Reihen aber nicht. Seine Mitspieler stichelten gegen ihn und machten sich lustig über ihn, weil er im Fernsehen und vor Mikrofonen generell seine liebe Not hatte und auch sonst nicht allzu weltmännisch war. Müller ließ sich nichts anmerken, er litt aber unter dem Spott, den Witzen auf seine Kosten und der Geringschätzung, die man ihm entgegenbrachte. Er fraß den Frust in sich hinein, verstummte und zog sich spätestens seit 1974 immer weiter in das Privatleben zurück. Er wusste selbst, dass er sich auf der großen Bühne des Gesellschaftslebens schwerer tat als andere. Die große Bühne wurde ihm im Laufe der Zeit aber auch zunehmend unheimlicher, lästig sogar. Er wollte sich nicht mit Haut und Haaren verkaufen
oder verkaufen lassen, wie ein Beckenbauer, ein Hoeneß und ein Breitner, die es auf dem Felde der Selbstvermarktung zu wahrer Meisterschaft brachten. Gerd Müller war in Nördlingen noch im alten Amateurfußball aufgewachsen und hatte dort eine Heimat gefunden. Diese Erfahrungen lagen noch keine 10 Jahre zurück, als er zum gefeierten Weltstar aufgestiegen war. Diese Erfahrungen hatten ihre Trägekraft noch lange nicht verloren. Die ewigen Interviews und Geschäftstermine und die aufgeblusterten Selbstinszenierungen, das alles war in Müllers Augen die reinste Schaumschlägerei. Der Mann aus Nördlingen war kein geschmeidiger Businessman und er wurde kein Entertainer, der in jede Rolle schlüpfen konnte. Er wollte es auch nicht. Ohne mich scheint sein fast instinktiver Abwehrreflex gewesen zu sein. Müller war in diesem Sinne ein typischer sozialer Aufsteiger. Er war ein zerrissener Mensch, ein unbehauster Mensch, ein Weltstar wider Willen, der seiner Rolle nur auf dem Platz gerecht werden konnte. Nach dem Schlusspfiff stand er oft allein im Abseits. Viele Fußballfans mögen solche gebrochenen Typen. Gerd Müller ist aber nicht nur wegen der Tragik seines Lebens im kollektiven Gedächtnis der Fußballgemeinde präsent geblieben. Auch nicht nur wegen seiner fast unheimlichen Trefferquote. Seine Präsenz hat in starkem Maße mit dem wachsenden Verdruss am heutigen modernen Fußball zu tun. Mit dem vielen Geld, der Hybris der Funktionäre, der Totalvermarktung und nicht zuletzt mit der Abgehobenheit der Stars, die manchmal wie ferngesteuerte Sprechautomaten wirken und nur gestanzte Belanglosigkeiten verbreiten. Müller war in den Augen vieler Fußballfans das genaue Gegenteil. Die ehrliche Haut, der bodenständige, authentische Kerl, der den alten, anständigen Fußball verkörpert. Jeder, der genauer hinschaut, weiß natürlich, dass es sich bei diesen Müller-Bildern um Konstruktionen handelt. Müller war kein Simplicissimus und kein Relikt des alten Fußballs. Er dient trotzdem als Projektionsfläche für unsere Wünsche, Sehnsüchte und Bedürfnisse, die der Fußball moderner Prägung immer weniger erfüllen kann. Fußballstars sind die letzten Romantiker dieser Welt. Solange es sie gibt, kann der Strom des Vergessens einem Gerd Müller nichts anhaben, auch wenn Robert Lewandowski vor kurzem seinen 40-Tore-Rekord gebrochen hat. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich danke Ihnen, lieber Hans Böller, für diesen spannenden Vortrag. Wir haben auch einige Fragen, die wir Ihnen gerne stellen würden. Ich darf zunächst damit beginnen, weshalb Sie überhaupt Gerd Müller als zentrale Figur ausgewählt haben. Es hätte ja auch andere gegeben bei Bayern München, die ja, ich denke an Beckenbauer oder an Sepp Maier, aber ja, aber warum Gerd Müller? Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass ich Gerd Müller als Fußballspieler einfach bewundert habe. Ich habe ihn sozusagen biografisch begleitet, habe ihn im Rundfunk gehört, über ihn Reportagen im Rundfunk gehört, alles in der Sportschau mir reingezogen, was von ihm zu sehen war und habe ihn sogar im Grünwalder Stadion gesehen und dann später natürlich im Olympiastadion in München. Und das war faszinierend, den Mann am Ball zu sehen, wie er die Tore gemacht hat. Das Zweite ist, ich bin selber so was Ähnliches wie ein sozialer Aufsteiger, habe natürlich nicht diese großen Sprünge nach oben gemacht, aber ich weiß, wie sich das anfühlt und habe in dieser Hinsicht so eine Art sozialer Verwandtschaft gespürt, die ich in dem Buch dann auch zum Ausdruck bringen wollte. Sie haben recht, es hätte andere Beispiele gegeben, Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer, Paul Breitner. Diese Figuren haben so viele Facetten und so viele Facetten
liegen im Dunkeln. Denken Sie allein an Franz Beckenbauer, die Skandalgeschichte der letzten 15 Jahre. Es gibt keinen Historiker dieser Welt, der im Augenblick etwas Seriöses über Franz Beckenbauer und das Sommermärchen sagen könnte. Es gibt auch, glaube ich, niemanden, der einen Überblick haben kann über das, was Uli Hoeneß auf den Aktienmärkten alles angestellt hat. Und wenn man eine Biografie schreiben will, dann muss man auch diese sehr, sehr kniffligen, vielleicht auch sehr anstößigen Seiten einer Persönlichkeit reflektieren und zur Darstellung bringen. Und das geht angesichts der Quellenlage bei Uli Hoeneß und bei Franz Beckenbauer im Augenblick nicht, vielleicht in 20, 30 Jahren, wenn die Finanzämter andere Regeln sich geben und wenn auch die Gerichtsakten im Falle von Uli Hoeneß zugänglich sind. Im Augenblick ist man chancenlos in dieser Hinsicht. Ja, dann das Verhältnis Gerd Müller-Franz Beckenbauer. War das so Freundschaft einerseits und Konkurrenz andererseits oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich bin natürlich auch mit der Vorstellung an dieses Thema Freundschaft Beckenbauer-Müller herangegangen. Das sei eine richtige Männer, konsolidierte Männerfreundschaft gewesen. Es wird ja auch immer erzählt, die beiden hätten bei Auswärtsspielen im Ehebett geschlafen, hätten das Zimmer geteilt in Malente und bei den Vorbereitungsspielen für die Nationalmannschaft und so weiter und so weiter. Alle Weggefährten von Müller und Beckenbauer verbreiten dieses Märchen am Anfang der Gespräche auch. Wenn man allerdings ein bisschen weiter bohrt, dann kommt man auf eine höchst komplexe Beziehungsgeschichte, die geprägt war von starker Kooperation auf dem Fußballfeld und die genauso geprägt war von starker Konkurrenz außerhalb des Fußballfelds. Das ist einfach so, beides äußerst ehrgeizige Leute. Und der eine, Franz Beckenbauer, steht immer im Licht. Der eine, Franz Beckenbauer, hat bessere Konditionen beim FC Bayern München, kriegt bessere Verträge von Adidas, und Gerd Müller, der große Torschütze, an dem alles hängt im Verein, der spielt doch die zweite Geige, und das weiß er. Und das hat ihn geschmerzt, und zwar so, dass ein Reporter der Bild-Zeitung, der 20 Jahre lang das alles beim FC Bayern bis heute verfolgt, in einem Artikel geschrieben haben, die beiden, Müller und Beckenbauer, waren die besten Freunde und die ärgsten Feinde. Und das ist ein Widerspruch in sich, der aber nicht aufzulösen ist angesichts der komplexen Situation. Ja. Das ist schon sehr abenteuerlich und sehr neu, was wir von Ihnen erfahren haben. Jetzt denkt man natürlich auch, vielleicht war es bei anderen Vereinen ähnlich. Jetzt haben Sie natürlich zum FC Bayern geforscht oder zu Gerd Müller geforscht, aber nicht zu anderen Vereinen. Aber vielleicht gibt es Anhaltspunkte im Rahmen Ihrer Forschungsarbeit, dass es vielleicht in der Zeit auch bei Konkurrenzvereinen in der Bundesligaspitze, Hamburger SV, die damals stark waren, mein Verein, Borussia Mönchengladbach, nehme ich mal aus. Ich glaube nicht, dass die, aber von Glauben ist ja nicht die Rede, sondern von Wissen. Ja, vielleicht haben Sie da was mitbekommen. Natürlich habe ich das mitbekommen. Ich habe ja, weiß nicht, 20 Jahrgänge des Kicker beispielsweise durchgelesen für mein Buch, habe die Süddeutsche Zeitung, den Spiegel, die Zeit und so weiter. Und damals haben auch die Fußballvereine schon für etwas negative Schlagzeilen gesorgt, Stichwort Bundesliga-Skandal. Aber das ist es ja nicht allein. Jedenfalls aus diesen Recherchen, die nicht denselben Tiefgang haben wie beim FC Bayern München, kann man, muss man den Schluss ziehen, dass fast alle Bundesliga-Vereine mit Schwarzgeld operiert haben, dass fast allen Bundesliga-Vereinen von ihren Stadtverwaltungen oder Landesregierungen geholfen worden ist.
Ob in dem Maße wie beim FC Bayern München durch die CSU, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber tendenziell ist das, was Sie sozusagen in Ihrer Frage als These schon anklingen lassen, richtig. Der Fußball hatte von Beginn an diese verbrecherische, illegale, nennen Sie es, wie Sie es wollen, Seite. Aber ich kann Sie trösten, Borussia Mönchengladbach ist mir als schwarzes Schaf nicht untergekommen. Das freut mich, ja. Was mich noch persönlich interessiert, das bezieht sich jetzt nicht auf den Zeitraum, den Sie intensiv untersucht haben, oder eigentlich doch, weil die ja beide in den 70er Jahren beim FC Bayern spielten, das Verhältnis zwischen Uli Hoeneß und Paul Breitner, und zwar deswegen, weil ja Paul Breitner auch ein sehr wortstarker Spieler war und nachher dann, als es, sag ich mal, hätte auch eine Funktionärs- oder Managerkarriere geben können, keine Rolle mehr gespielt hat. Was ist da passiert? Und auf der anderen Seite gibt es ja immer noch so eine Art Modus Vivendi, das heißt, so richtig kommen ja diese Dinge nicht an die Öffentlichkeit. Da haben Sie recht, und mit dem Duo Hoeneß-Breitner berühren Sie auch einen in meinen Augen hochinteressanten Aspekt in der Geschichte des FC Bayern München und in psychologischer Hinsicht auch ein recht heißes Thema. Uli Hoeneß und Paul Breitner haben sich sehr, sehr gut verstanden auf dem Feld. Natürlich sind sie sich auch nicht besonders in die Quere gekommen. Und sie haben sich sehr, sehr gut verstanden, auch außerhalb des Feldes, nicht zuletzt, weil Uli Hoeneß ein außerordentlich umtriebiger Geschäftsmann war, schon als Fußballspieler, und Paul Breitner davon profitieren konnte. Das Verhältnis wird ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr, sehr angespannt, nämlich da, wo Uli Hoeneß der Manager des FC Bayern München ist, das ist er ab 1979, und da, wo Paul Breitner zum FC Bayern München zurückkehrt und sofort eine Führungsfunktion in der Mannschaft, aber eigentlich im gesamten Verein einnimmt. Und da kommen sie sich, sie inszenieren sich weiter als die großen Macher und die großen Freunde, aber da kommen sie sich schon sozusagen ins Gehege, weil der eine genauso dominant sein möchte wie der andere. Und das geht letztlich halt doch nicht. Schon in dieser Zeit, in der großen Zeit von Paul Breitner als Mannschaftskapitän, als der Leader des FC Bayern München, steigern sich, verschärfen sich die Spannungen, die dann, glaube ich, 1983 dann zum Ausbruch kommen. Das Ganze entzündet sich an einer Kleinigkeit in irgendeinem Spiel in Asien, die im Grunde nicht der Rede wert gewesen wäre. Aber das ist ein Indikator dafür, wie viel Sprengstoff sich in den Jahren vorher schon angesammelt hatte. Und dann war es mal eine Weile völlig aus. Und Paul Breitner hat in dieser Zeit dem FC Bayern München publizistisch via Bild-Zeitung sehr, sehr zugesetzt, sodass die Bayern irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, wir holen den Breitner lieber wieder in den Verein zurück, als dass wir ihn sozusagen wie eine vazierende Mine irgendwo herumschwimmen lassen. Das ist gefährlicher, also hat man ihn geholt. Aber auch das ging nicht so schrecklich lange gut, und heute deutet alles darauf hin, dass das Verhältnis also völlig ruiniert ist. Eine weitere Frage. Peter F. will wissen, würden Sie nach der Veröffentlichung Ihres Buches anderen Historikern dazu raten, ähnliche Projekte zu starten, oder hatten Ihre Kollegen recht und sowas lohnt sich weniger, als es die Mühe wert, als es die Mühe wert ist? Also ich kann jeden Historiker nur ermuntern, sich mit dem Fußball zu beschäftigen. Einmal sieht man an dem Beispiel des Buches über Gerd Müller, welches Potenzial darin steckt, wenn man nur die richtigen Fragen stellt und wenn man im Archiv auch die entsprechenden Möglichkeiten bekommt. Und dann ist es grundsätzlich,
halt einfach so, dass der Fußball eine derartige gesellschaftliche Relevanz hat, dass eine Zeitgeschichte, die den Fußball überhaupt nicht beachtet, glaube ich, erhebliche Defizite hat. Ein wesentlicher Punkt, wenn ich das sage, hat auch damit zu tun, mit der Frage zu tun, was hält eine Gesellschaft wie die unsere denn eigentlich wirklich zusammen? Und gehört zu diesem gesellschaftlichen Kit, den eine Gesellschaft zusammenhält, nicht in ganz, ganz hohem Maße auch der Fußball? Werden da nicht Werte vermittelt? Wird da nicht im Dauergespräch über den Fußball, das ja ständig stattfindet, sowas Ähnliches wie eine große Bindekraft in der Gesellschaft hergestellt und noch über so und so viele Konflikte hinweg, die man über die Rentenversicherung, über Corona haben kann, über den Fußball, wird dann doch wieder, selbst wenn man bei verfeindeten Vereinen eingeschrieben ist, letztlich doch sowas hergestellt wie ein Bindemittel. Und ich halte dieses Bindemittel für ziemlich unverzichtbar. Ja, Sie sprechen mir aus der Seele. Dann eine Frage zu diesen interessanten Informationen. Sie haben da von diesen Alkoholproblemen und den Drogenmissbrauch gesprochen. Welche Quellen konnten Sie da anzapfen, um das zu verifizieren? Ja, ich hätte natürlich sehr, sehr gerne Unterlagen bekommen aus der Praxis des Vereinsarztes. Es ist übrigens nicht, der Vereinsarzt heißt nicht Müller-Wohlfahrt. Müller-Wohlfahrt kam erst 78, 79, da waren die Dinge schon wieder etwas bereinigt. Ich hätte natürlich gerne diese Unterlagen aus der Arztpraxis des Vereinsarztes bekommen. Das ist gänzlich unmöglich. Auch beim FC Bayern München wird man sich gehütet haben, überhaupt schriftliche Dinge da niederzulegen. Worauf ich mich hier stütze, das sind spätere Bekenntnisse, nicht zuletzt von Paul Breitner, auch von Franz Beckenbauer, von Sepp Maier. Und es sind sehr, sehr viele Indizien, die ich gewonnen habe aus Interviews. Aus Interviews mit Spielern, aus Interviews mit Funktionären und aus Interviews mit Journalisten, die dabei waren, die das gesehen haben. In den 60er und 70er Jahren waren Journalisten, die gehörten ja so richtig zum Gross der einzelnen Mannschaften, die waren zum Teil in den Kabinen mit dabei, sind im selben Flugzeug geflogen, haben im selben Hotel gewohnt, haben abends zusammen gesoffen, dass die Wände gewackelt haben. Und die haben das alles mitgekriegt. Und die haben mir das erzählt. Ja, Herr Woller, ich habe erfahren, dass Sie morgens Ihren Kaffee aus einer FC Bayern-Tasse trinken. Tee. Tee, okay. Das, ja. Ich dachte, das sei das, ja. Also trotz aller zum Teil negativen Ergebnisse, die Ihre Recherchen zutage gefördert haben, ist die Liebe zu Ihrem Verein dann doch dennoch nicht erkaltet? Nein, die ist nicht erkaltet. Allerdings muss ich sagen, es war nie eine, wie soll ich sagen, so bedingungslose Affenliebe. Ich habe mir schon auch einen etwas nüchternen Blick für den FC Bayern München bewahrt. Aber Sie haben recht, das ist der Verein, auf den ich als erstes schaue in der Tabelle. Muss auch allerdings auch da wieder sagen, es wird langsam ein bisschen langweilig. Wie oft ist jetzt Bayern hintereinander deutscher Meister geworden und wie viele Jahre liegen noch vor uns, in denen der FC Bayern München wieder deutscher Meister wird? Es gibt dann so Generationen wie mit Angela Merkel und Helmut Kohl, die nur noch einen Bundeskanzler kennen. Und so wird es vermutlich bleiben, dass der FC Bayern München ein Abonnement hat auf die Meisterschaften. Das ist selbst für Fans dann doch, wie soll ich sagen, unterkomplex und nicht so schön,
wenn man nur Triumphe feiern kann. Man will ja als Fußballfan nicht nur Triumphe feiern, man will ja auch so richtig leiden. Ja, das weiß ich. Ich bin ja, wie Sie wissen, nicht Fan von Bayern, sondern von Gladbach. Und da gibt es ja auch manchmal was zu leiden, wenn gleich die Entwicklung in den letzten Jahren auch eher positiv war. Ja, also genau. Ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihren ganz tollen Vortrag und für Ihre Arbeit, die Sie sich da gemacht haben, bedanken. Und es ist ein bahnbrechendes Buch und ich kann wirklich nur hoffen, dass es in der Zukunft bald ähnliche Bücher gibt, die die Fußballgeschichte in die Zeitgeschichte integrieren, weil die Fußballgeschichte so viele spannende Geschichten zu bieten hat. Nicht nur eben das reine Fußballspiel, das haben Sie ja wirklich sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und dafür ist Ihnen unser Dank sicher. Und gerne können wir mal noch zu den anderen Themen, die Sie natürlich als Historiker auch auf Lager haben, ob das jetzt Mussolini ist oder die italienische Geschichte, zusammenkommen und gemeinsame Veranstaltungen unternehmen. Vielen Dank, Herr Hans Woller. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Einladung und für das nette, hoffentlich informative Gespräch, das wir miteinander führen konnten. Und nochmal, ich bedauere es wirklich sehr, dass ich nicht zu Ihnen nach Saarbrücken kommen konnte. Das holen wir nach. Okay, ja. Dann herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Ja.